Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder seit 3 Monaten her ein Pyramidenvideo, wo wir halt eine Pyramide hier haben. Und naja, die dritte Folge ist mir halt irgendwie verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, ich habe meinen ganzen Ordner durchsucht, ich habe sie nicht gefunden. Aber das Gute ist, ich habe da drin halt eh nicht groß gelabert. Das ist halt nicht so viel mit Stimme gewesen und naja, wir haben halt nur ein paar Linien gezogen, also ganz ehrlich. Das ist nicht so wichtig, deswegen ist das hier jetzt die wirkliche dritte Folge. Und naja, dann sind wir wenigstens schon mal ein bisschen weiter. Und keine Ahnung, warum ich immer noch diese Technik hier verwende mit... Ich nehme einen Fehlkommand und dann... Was war das denn eigentlich? Sandstone, oder? Ich kenne den Command sogar schon nicht mehr. So lange ist das her. Also ich meine... Ich habe irgendwie 6.2020 irgendwie habe ich mal Pyramide aufgenommen und dann jetzt nicht mehr eigentlich. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich halt ein Video aufnehme, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Also das heißt nicht, dass ich jetzt jedes Video nicht lange machen werde, sondern dass zum Beispiel vor 3 Monaten habe ich jetzt dieses Video aufgenommen und dann habe ich vor ein paar Tagen irgendwie hat ein Musikvideo hochgeladen. Dann mache ich halt nicht das Musikvideo, sondern das Pyramidenvideo. Und, ja. Wenn das dann hochgeladen ist, dann mache ich halt zum Beispiel ein Tutorial-Video oder so. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Also, das müsste ich dann mal wieder machen. Tutorial habe ich eigentlich, halt ohne Stimme gemacht. Das müsste ich jetzt mit Stimme machen, weil Tutorial ohne Stimme, ich weiß ja nicht. Also, es war halt ein Baututorial, aber... Ich konnte halt nichts erklären. Und also im Chat, aber das war nicht gut. Ja. Wie man diese 1000 Pixel macht, ich weiß es nicht. Braucht man da ein Schnittprogramm für oder muss man einfach bei OBS, ja, also ich nehme mit OBS auf, muss man bei OBS einfach irgendwas einstellen, Einstellungen oder so, oder bei YouTube irgendeine Einstellung. Ich kann es nicht sagen. Das Ziel für diese Folge wäre vielleicht sogar, dass wir von dort bis nach da das machen. Ja, also Musik in Videos, das Thema könnte ich machen. Aber wie? Das weiß ich nicht. Sollen wir mal bei den Benachrichtigungen gucken, dass mich das nicht, also damit mich da diese komischen Töne nicht stören. Diese ganzen komischen Dinger. Windows-Dinger, Updates, die nichts bringen. Naja, sie bringen anscheinend irgendwas, aber brauchen tue ich das nicht. Ich kann halt Minecraft zocken, das ist Mindestsache, die ich machen muss. Habe ich das jetzt in den oberen oder in den unteren Block gemacht? Ja. Also, bitte schreibt übrigens halt Ideen für Fallen und so rein, weil ich kann halt ohne Fallen ist halt eine Pyramide keine richtige Pyramide. Also sie sieht zwar hier so aus, aber das heißt nicht, dass es eine richtige Pyramide ist. Also die Form, aber ach, egal. Dieses Wort egal. Wie bin ich eigentlich auf diesen Namen gekommen? Also ich dachte mir, ach, Name ist schon vergeben. Drake war ja vergeben. Vorher hatte ich sogar noch einen anderen Namen. Ach, ich brauche hier eigentlich da irgendeine Scheiße. Ja, und ich habe halt einfach keinen Namen gefunden. Also war es mir dann im Prinzip egal, welchen Namen ich bekomme. Ganz ehrlich, es macht bei YouTubern jetzt nichts aus, wie die heißen. Es gibt YouTuber, die heißen Zahlen und die haben 1000 Abonnenten oder so. Also es macht wirklich gar nichts aus, ob man hier Namen, der anständig ist oder ein, der nicht anständig ist, halt hat. Ein anständiges Profil sollte man vielleicht sogar haben. Ich weiß es nicht. Schreib immer dieses Zeichen rein, wenn ich einen Fehlkommand mache. Ja, also dieses 1000 VIP-Tab und so, das war vom Server noch da. Ich habe ja einen Server. Und diesen Server, da habe ich auf dieser Welt, ich habe ja mal gespoilert, dass diese Welt nicht nur eine Pyramide ist. Das sieht man ja auch an diesen Koordinaten hier.
Bei den XYZ-Dots sieht man, dass es jetzt nicht komplett alles ist hier. Das ist. Geht's ja da weiter oder. Nee, warte. War das da? Ich glaube, das war da. Den Orientierungssinn verloren bei so einer Pyramide hier. Ja, und da die Welt ist schon etwas größer, also die ist nicht, da ist nicht halt so viel drin gebaut. Aber ein paar Mahnblöcke habe ich ein bisschen rumgetestet und so. Ja, und ich versuche halt einen Shader zu finden. Aber das Doofe ist, dass immer wenn eine Version rauskommt, auch wenn es nur so eine halt 1.16.4 jetzt bald rauskommt oder die 17. Punkt oder so, ja, dann muss ich halt immer einen neuen Shader finden oder denselben, aber der updatet halt nicht so schnell. Und wieder dieses Zeichen. Also, ja, ich habe noch einen Shader, der ist aber für die 1.14. Ich glaube nicht, dass ich irgendein Projekt neu anfangen werde mit der 1.14. Ja, also, ich glaube, das würde niemand von euch machen. Außer alte Welten erkunden heißt das Projekt oder so. Ich war ja schon mal in einer alten Version, habe ich mir angeguckt. Und da gab es doch schon relativ viel, das man machen konnte. Und ich habe dann ein paar Sachen gesetzt und dann ist das Spiel abgestürzt. Das passiert, wenn man Minecraft auf einer zu alten Version spielt und zu viel Redstone und so platziert. Ja, ich probiere im Moment ziemlich viel mit Redstone rum. Deswegen kommen auch bald ein Tutorial. Aber ich versuche ein Item Zähl Computer zu machen. Also das, was The Geocraft schon mal gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wer es macht. Jetzt versuche ich da was zu erfinden. Nur das Problem ist, dass ich halt alles mit Redstone dazu geballert habe. Und ich kann da nichts Richtiges rauszaubern. Ich kann zwar etwas machen, dass halt ein Block bleibt und wenn man das resettet, dass dann das Signal sozusagen aufhört, aber ich kann das Signal nicht weiterleiten und dann kann ich halt keinen richtigen Zähler bauen, wenn ich halt, also ich könnte es machen, aber man müsste dann halt jeden einzelnen Block zählen und das wäre nicht gut, ich bräuchte halt noch eine Zählangabe. Aber dieses Display, was man da macht, also guckt mal seine Videos, Redstone World, irgendein dieser Computer, hab mir die Redstone World von dem auch ganz oft angeguckt, deswegen werde ich auch das nachstellen. Also ich habe im Moment eine Welt, wo ich seine Welt sozusagen nachstelle und naja, ich habe das mit dem Computer da immer ausgelassen, weil ich einfach nicht konnte. Und wenn ich so einen Computer bauen würde, dann würde der irgendwie 16 Chunks oder so groß sein. Ja, also der würde dann ein bisschen zu groß sein und ach, ich weiß nicht, ob das sowas bringt, so einen Computer zu bauen. Und ganz ehrlich, man weiß dann nur, wie viele Items da drin sind. Und wer will wissen, wie viele Items in so einem Ding drin sind? Also es ist natürlich schön zu sehen, wie viele Items da rein geballert werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das braucht, um halt ein paar Tage oder Stunden halt, je nachdem, wie lange man für die Technik braucht, halt zu verschwenden an dieses System. Also ich weiß nicht, The Geocraft hat das bestimmt ganz schnell hingekriegt. Ein paar Folgen oder ein Livestream, keine Ahnung, und dann hat er das Ding und dann hat es schon direkt angefangen zu zählen. Ich habe gerade mal so ein kleines Element, es würde ein einziges Item zählen, gebaut, wenn das, aber das ist halt noch nicht perfekt, also könnte die ersten Sachen zählen, aber wenn da auch nur ein einziger Block fehlt, dann ist das die ganze System nicht nur, dann kann das nicht nur arbeiten, sondern ich muss es komplett neu bauen, weil das halt so unfassbar doof ist. Weil wenn man da eine Sache falsch macht, dann kann es sein, dass alle Sandblöcke zerstört werden, weil die Kolben sich zu schnell bewegen und dadurch folgt, dass halt einfach alles kaputt geht. Naja, wir sind hier schon fast fertig. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das passiert, wenn man eine ganze Folge labert. Ja, und diese zum Beispiel überlange Survival-Folge, die hat ja relativ lang gedauert. Ja, jetzt, wo ich mit diesem YouTube-Editor schneide, also ich schneide jetzt mit dem YouTube-Editor, also dass ich einfach nur halt dumm gelabere oder sowas rausschneide oder Sachen, wo ich einfach nichts sage oder solche Szenen hier, wo ich einfach nur da
Podcast-Feed platziere, dann könnte ich das einfach rausschneiden, dann würden meine Videos nicht mehr immer 20 Minuten dauern. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich sollte wirklich mal 15 Minuten so durchschnittlich YouTube-Videos machen. Das weiß ich nicht. Okay, ich frage euch einfach mal. Außerdem gibt es keine Infokarten mehr, wo man abstimmen kann. Zumindest kann ich keine erstellen. Deswegen habe ich ein Video, was ich gemacht habe, in die Mülltonne geworfen, weil ich ja dauernd gesagt habe, bitte Infokarte abstimmen, welches Projekt ihr wollt. Also, das könnt ihr auch einfach jetzt hier in die Kommentare schreiben, welches Projekt ihr gerne mögt und auch vor allem, wie lange die Videos so ungefähr sein sollen. Ob ich die jetzt so kurz schneiden soll, dass ich halt. Oh Mann. Ob ich sie halt so kurz schneiden soll, dass. Was ist denn hier los? Die halt nur ganz kurz angucken, in der Zeit passiert halt viel. Oder ob halt genauso viel passiert, also in der Welt zum Beispiel, dass ich genauso viel hier baue, aber dass halt das Video viel länger gezogen ist und ich viel weniger sage und so. Also längere Videos könnte man sich auch angucken, wenn man gar keine Ahnung mehr hat, was man überhaupt noch machen will. Aber diese kurzen Videos, wo man einfach nur wissen will, was hier in der Welt passiert. Die sollte ich natürlich auch machen, weil sonst würde es jetzt ziemlich langweilig sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt 2 Minuten nicht reden würde, würdet ihr euch das Video angucken? Ich glaube nämlich nicht. Boah. Wetten, dass irgend so ein Block, der fehlt. Das sieht ziemlich majestätisch aus. Das sieht gar nicht so aus wie ein Dreieck irgendwie. Liegt das in meiner Sichteinstellung, die eigentlich normal ist? Ich weiß nicht, wenn man hier näher dran fliegt, dann sieht es nicht mehr so dünn aus. Sieht ein bisschen schmaler aus. Ja, und von hier. Liegt es daran, dass die so unfassbar groß ist? Ich habe halt Block auf Block gesetzt. Ah, guck mal, das ist eine komplette Ebene. Das sind keine Linien mehr hier, das sind einfach nur beige. Seht ihr das hier? Das ist einfach nur beige. Da ist keine Linie oder so. Wenn ich jetzt mal runtergehe, dann. Hier. Das ist ja lustig. Liegt ja auch daran, dass die Linien hier immer verschwinden. Das sieht einfach von oben nur beige aus. Ich habe übrigens mein PC auf dunkel, also auf Night eingestellt oder sowas ähnliches. Und wenn ich dann irgendwie auf hell schalte, dann fallen wirklich meine Augen ab. Das ist wirklich so. Wir sind ziemlich doll vorangekommen. Ich muss jetzt mal gucken, dass die Folge nicht wirklich viel zu lang ist. Okay, 15 Minuten. Wir können auch die 16. oder 17. Minute machen, weil ich bestimmt so ein bisschen Zeugs rausschneiden werde. Weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht mit dem YouTube-Editor gearbeitet. Doch einmal. Bei der Bed Wars-Folge. Da habe ich etwas nicht rausgeschnitten. Dreamhack habe ich ja mit ihm die Folge gemacht. Und ich habe einfach vergessen, einen Schnitt einzufügen. Und dann hat er mich so angeschrieben, ey, in deinem Video hast du keinen Schnitt eingefügt. Und ich so, oh, ja. Und dann habe ich das, obwohl es öffentlich war, kann man dann noch einstellen, ob das gesehen werden soll oder nicht. Das ist ganz cool. Braucht man auch. Ja, das ist dann auf jeden Fall lustig. Man könnte theoretisch ein Video machen, was mega cool ist, 10 Minuten. Und dann kannst du es halt einfach auf 1 Sekunde schneiden. Und dann hat es trotzdem immer noch 1 Million Views oder so. Also man kann das wirklich so machen. Also, aber wer würde das machen? Ich hätte zum Beispiel auch so Lieblingsvideos. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Aber diese Videos gucke ich einfach sau oft. Also jetzt nicht regelmäßig, aber Zeiten, wo ich die halt sau oft gucke. Naja, Beispiele. Jetzt halt so World of Tanks. Deutschland, also dieser Kanal. Ist jetzt keine Werbung, aber. Das gucke ich mir halt oft an, theoretisch. Das ist halt so eine coole Folge, wo die Sachen ausprobieren. Nur ich frage mich, warum die das machen, weil die haben das Spiel programmiert. Die sollten doch eigentlich alles wissen, was da passiert. Ich weiß nicht, ob das nur eine Unterhaltungsfolge ist oder ob die wirklich ihr eigenes Spiel testen. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt ein Computerspiel machen würde, was ich schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich noch so eine Folge machen würde, wo ich einfach sage, ja,
Ich teste jetzt mal, wie das funktioniert. Und ich weiß schon, wie das funktioniert. Naja, vielleicht wissen die es aber auch nicht. Vielleicht sind es ja nicht mal die Programmierer von denen, die wissen, wie das Spiel aufgebaut ist. Sondern es sind die Leute, die halt einfach nur Videos machen und so. So, jetzt dauert es natürlich wieder unfassbar lange, hier rüber zu fliegen. Aber es sieht doch schon mal ganz nett aus. Da hinten begrüßt uns diese wundervolle Wand. Hier ist das auch ganz gut. Also der Fortschritt von heute ist doch schon mal ganz nice. Also, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.